Eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten enthält nur als maximale Ableitungszahl die zweite Ableitung, keine Funktionen in x vor x und y-Strich, sondern nur Zahlen, wenn man sie so schreiben kann, dass hier vorne eine 1 steht, dann ist sie sogar normiert. Ansonsten haben wir hier hinten noch eine Störfunktion dran. Ist die Störfunktion 0? Haben wir ein homogenes System? Ist sie nicht 0, müssen wir noch mal ein bisschen mehr Zeit investieren. Denn eine Lösung setzt sich zusammen aus der Lösung des homogenen Systems, abhängig von der Art der Nullstellen des charakteristischen Polynoms der Differentialgleichung, was das ist, gleich da unten mehr, und einer partikulären Lösung des inhomogenen Systems, das heißt das System, das hier hinten auch noch die Störfunktion dran hat, und zwar entweder wieder mit Variation der Konstanten, dauert manchmal sehr lange, oder dem Aufsuchen einer speziellen Lösung, ähnlich dem bei Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten erster Ordnung. So, in diesem Teil kümmern wir uns erstmal um die homogene Lösung. Das heißt, wir müssen erstmal wissen, was ist ein charakteristisches Polynom einer Differentialgleichung. Das ist im Grunde genommen ganz einfach. Wenn ich die Differentialgleichung zweiter Ordnung habe, dann habe ich das charakteristische Polynom statt Ableitungszahlen, nämlich den Exponenten. Zweite Ableitung, zweiter Exponent, erste Ableitung. Im ersten Exponenten keine Ableitung, im Prinzip mit hoch 0. Übernehme die Konstanten, die davor stehen, schreibe sie mir hin. Das heißt, ich habe hier jetzt, wenn ich DGL zweiter Ordnung habe, habe ich auch charakteristische Polynome zweiter Ordnung. Theoretisch geht das für beliebige Größenordnungen, für Differentialgleichungen, die letztendlich auch hier eine beliebige Ordnung haben. Wir bleiben aber in diesem Kurs hier bei Differentialgleichungen zweiter Ordnung, charakteristische Polynom anschauen, Null setzen und schauen, was hat das für Nullstellen. Da haben wir im Grunde genommen drei Fälle, und zwar die Fälle reelle Nullstellen, reelle Nullstellen unterschiedlich, doppelte Nullstellen an einer Stelle und den Fall, dass das Polynom keine reellen Nullstellen hat, dann hat es konjugiert komplexe Nullstellen. Das heißt, Sie haben das bestimmt im Taschenrechner schon mal gesehen, so zerfällt den Realteil plus i mal Imaginärteil. Dann hat man die homogene Lösung auf drei entsprechende Arten. Im reellen Fall mit unterschiedlichen, hat man den angenehmsten Fall. Yh setzt sich zusammen aus zwei Teilen, c1 e hoch erste Nullstelle x plus c2 e hoch zweite Nullstelle mal x. Haben wir eine doppelte Nullstelle, müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir brauchen zwei Summanden, die unterschiedlich sind. Das heißt, wir dürfen die hier nicht zusammenrechnen. Genau das passiert, wenn wir hier noch ein x dazu schreiben. Wie man darauf kommt, das kann man wirklich herleiten, steht in vielen Büchern zur Ingenieurmathematik oder überhaupt höhere Mathematik. Da können Sie die Beweise dazu nachlesen, die spare ich mir jetzt hier. So, und dann nehme ich das so, dass ich jeweils c1 e hoch meine Nullstelle mal x plus c2 x mal e hoch meine Nullstelle mal x als homogene Lösung habe. Bei den konjugiert komplexen Nullstellen muss ich mir dann die homogene Lösung zusammenbauen aus dem Realteil, also e hoch Realteil von x plus c1, c2, meine Konstanten wie gehabt, mal Sinus Imaginärteil von x plus Cosinus Imaginärteil von x. Im Kurs Höhere Mathematik entfällt dieser Fall, da wir ja weder komplexe Zahlen eingeführt haben, noch mit Sinus und Cosinus rechnen. Das gibt es nur im Kurs Ingenieurmathematik. So, gucken wir uns das jetzt mal als Beispiel für reelle Nullstellen an. Y2' plus 2y minus 8y ist gleich 0.
wenn wir das charakteristische Polynom dazu aufschreiben. So ist das Polynom Lambda Quadrat plus 2 Lambda minus 8 ist gleich 0. Taschenrechner oder was auch immer Sie gerne nehmen möchten, liefern Lambda 1 gleich 2 und Lambda 2 gleich minus 4. Dann ist meine homogene Lösung, deren Konstanten ich noch mit Anfangswerten auflösen kann oder bestimmen kann, e hoch 2x, das ist diese 2, plus c2e hoch minus 4x. Die kommt dahin. Im Fall doppelter Nullstellen, hier haben wir y2, also Lambda Quadrat minus 8, Lambda plus 16 ist gleich 0. Ein Taschenrechner ergibt sich dann als Nullstelle eigentlich nur Lambda ist gleich als doppelte Nullstelle 4. Dann haben wir y homogen, können wir jetzt auch direkt hinschreiben, c1 e hoch 4x plus c2, und hier kommt jetzt einfach ein x dazu, e hoch 4x.